Der neue Naturspielplatz mitten im Klöwenstehen ist eröffnet. Für die Kinder ein großer Spaß. Sie können auf einer Fläche von 2600 Quadratmetern auf Baumstämmen balancieren, schaukeln, rutschen, klettern und das inmitten von heimischen Gehölzen. Ich finde, es ist richtig schön, weil ich mag auch sehr gerne Spielplätze. Ja, also ich finde den Spielplatz richtig cool. Mir gefällt es gut, weil es gibt hier kleine für kleine und große zusammen oder auch für kleine und oder für große und kleine auch. Das finde ich einfach super. Ich finde die Schaukel mega cool. Ich will auch so eine zu Hause haben. Ich die ist auch. So gemütlich. Auch. Und dann kann man da oben noch chillen, hier kann man chillen. Ich finde es gut, weil wir beobachten einfach dann die Natur. Über 700.000 Euro hat der Spielplatz gekostet. Die Bezirksamtsleiterin Altona ist froh, dass er nach jahrelanger Planung endlich fertig ist. Wir haben jetzt einen naturnahen Spielplatz, der nicht nur naturnah ist, sondern tatsächlich auch Inklusion mitdenkt. Das heißt, Menschen mit Bewegungseinschränkungen, Kinder, Erwachsene haben hier auch Spielgeräte, auf die sie sich stürzen können. Das ist toll. Wir haben hier viel Gelegenheit, Flora und Fauna zu erleben für die Kinder. Wir haben viel Gelegenheit, sich zu verstecken, Pfade zu entdecken, die Natur zu entdecken, Moose, Gräser, Tiere zu beobachten. Der Klöwenstehen ist mit 580 Hektar das größte Waldgebiet des Bezirks Altona und ein beliebtes Ausflugsziel. Hier können die Besucher zum Beispiel Dammwild beobachten oder bei der Fütterung der Wildschweine ganz nah dabei sein. Doch in den vergangenen Jahren gab es zwischen Politik und Bürgerinitiativen viel Streit. Denn gerade bei den Wildgehegen war der Renovierungsstau groß. Und auch diesen Spielplatz hatten sich die Anwohner schon lange gewünscht. Wir haben sehr viel geackert dafür und sind jetzt sehr glücklich, muss ich sagen, dass dieser Spielplatz nun endlich fertiggestellt ist. Im Verbund ja auch mit den anderen Maßnahmen. Die Waschbären haben ein neues Gehege bekommen. Die waren ja 5 Jahre doch hinter den Kulissen, nur sehr notdürftig untergebracht. Inzwischen sind die Waschbären wieder die große Attraktion im Klöwenstehen. Sie sind seit Juni zurück und haben ein modernes, neues Gehege bekommen. Sie leben in einem Biotop, wie wir sehen. Es ist richtig natürlich, sie haben Bäume, sie können 15, 18 Meter hoch in die Kiefer rein, was sie auch gerne machen. Hier leben zurzeit 7 Waschbären und die sind richtig happy, dass sie bei uns sein dürfen. Auch Walter Wolters ist neu im Klöwenstehen. Jahrzehntelang war er Cheftierpfleger bei Hagenbeck. Jetzt will er den Wildpark fit machen für die Zukunft. Es stehen hier noch einige größere Sachen drauf. Als nächstes machen wir unsere Uhu-Voliere. Da sind wir jetzt gerade in Gange, das wird nochmal groß werden. Aber wir wollen ja auch eine Toilette bauen. Wir wollen noch für die Kleintiere was bauen. Also wir haben noch einige Projekte vor uns, aber das macht es ja auch interessant. Seit über 20 Jahren bereits ist Nils Fischer Förster im Klöwenstehen. Für ihn ist der Wald der schönste Arbeitsplatz. Der Klöwenstehen ist eigentlich so in seiner Vielfalt wahrscheinlich auch so ein bisschen einzigartig in Hamburg. Also allein durch den Wildpark und die Achse quasi, wenn Sie durch den Wildpark gehen, kommen Sie ins Naturschutzgebiet. Und jetzt auch noch der Naturspielplatz, wenn das nicht ein tolles Ausflugsziel ist.